herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin's, euer MT-Benz 140 und heute habe ich mal einen richtig schönen Vergleich für euch, und zwar diesen Phaeton Baujahr 2004 S-Klasse Obermodell Konkurrenz. Und zwar vergleichen wir den mit meinem B220, der ist Baujahr 2003, also der Vergleich macht sich wirklich richtig gut. Das Fahrzeug, mein B220, habe ich euch im Detail schon mal vorgestellt. Das Video verlinke ich euch rechts oben. Ich werde das jetzt halt nur mal so ein bisschen vergleichen, aber ein bisschen mehr auf den Phaeton eingehen, dass wir jetzt wirklich mal schauen können, was macht dieses Modell jetzt zum Konkurrenz für eine S-Klasse? Ist es wirklich eine S-Klasse und lohnt es sich, so ein Fahrzeug mal anzugucken? Vor euch steht das V10 Modell 5 Liter TDI, gehen wir dann auch noch alles gleich drauf ein. Wie gesagt, auf meinem Kanal immer mal ein paar schöne Fahrzeuge, die ich vorstelle, Reparaturtipps, und wenn ihr da Bock habt, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Wir sehen uns nach dem Intro, bis gleich. Da ist er hier, der Phaeton, direkt im Vergleich. Ne? Das erste, was auf jeden Fall schon mal äußerlich auffällt, ist, dass der Phaeton so ein bisschen aufgeblasener wirkt, wo die W220 S-Klasse schon wieder so ein bisschen elegantere Linie gefahren hat, ne? Im Gegensatz zum 140er. Da muss man ganz eindeutig sagen, da hat sich VW wahrscheinlich noch ein bisschen mehr am Design vom 140er, ich will jetzt nicht sagen orientiert, aber von der Größe oder von diesem aufgeblasenen Erscheinungsbild. Ne? Ansonsten, er wirkt jetzt im Gegensatz zum W220 wesentlich wuchtiger, ne? Das muss man schon so sagen. Hier rechts haben wir auch eine Langversion. Mein W220 ist halt eine Kurzversion. Ja, sieht man auch sehr schön hier oben, wie lang das hier alles, wie lang gezogen das hier alles ist. Dann auch die Scheinwerfer oder die Rückleuchten hinten. Ne? Hat auch wieder so einen sehr, sehr wuchtigen Kofferraum, muss man echt sagen. Im Gegensatz zu meinem 220er. Schon doch sehr schmal gehalten. Ne? Alles auch hier so sehr schön abfallen. Für Leute, die sich wirklich nicht mit VW so gut auskennen, die denken meistens, ja, ist vielleicht ein größerer Passat oder so. Das ist wahrscheinlich auch das, was so ein bisschen dem Phaeton hier in seinem Ruf geschädigt hat. Ne? Der Phaeton auch sehr teuer gewesen. Modelle, weiß ich jetzt nicht, ich habe keine Preisliste, ist halt auch nicht mein Metier, aber trotzdem 60, 70, 80, 90.000 Euro haben die Buden trotzdem gekostet. Also quasi wie eine S-Klasse auch. Und heute auf dem Gebrauchtwagenmarkt wirklich um die 10.000 Euro oder weniger, ja, wenn man schon hier richtig gute Modelle erhält. Und da muss man sagen, so viel Wertverlust in so kurzer Zeit. Mein Vater selber hatte auch einen Phaeton. Ich bin auch lange Zeit mit dem Phaeton, oder sage ich mal oft, lange Zeit, aber in dieser langen Zeit öfters mit dem Phaeton von meinem Vater halt rumgefahren und kann daher das Modell auch schon jetzt so ein bisschen besser vorstellen. Ich stehe jetzt nicht ganz so auf dem Schlauch. Ich würde sagen, wir gucken hier einfach mal rein. Wir fangen einfach hinten an, ne? Weil das interessiert ja jetzt wahrscheinlich auch die Leute. Wie sieht das hier hinten aus? Außen weiß, innen schönes Grau. Ne? Halt auch hier Seitenrollos, alles drinne. Wir werden dann auch mal, nachher setze ich mich dann auch mal rein. Das gucken wir uns dann gleich nochmal an. Und hier diese Leisten, sie gibt es natürlich wie in allen Autos in verschiedenen Farbvariationen. Das hier ist so ein bisschen wie Marmor, sieht das aus. Ja, erinnert mich so ein bisschen von der Farbe her wie dieses Vogelaugen-Ahorn. Und ich finde das auch wirklich sehr schön gemacht hier mit dieser langen Leiste. Hier haben wir dann die Aschenbecher drin, die auch sehr elegant aufgehen. Ne? Und dann haben wir hier das Front Entertainment System drin, was hier schon in den Kopfstützen drin ist. Wir kennen es aus dem W220 dann zum Beispiel noch mit dem Bildschirm, der hier so in der Mitte drin ist. Finde das mit dem mittleren Bildschirm ich persönlich besser, ja, weil wenn man jetzt hier hinten so ein bisschen drin sitzt, aber das zeige ich dann auch gleich, dann kann man sich die Kopfstütze sehr beschissen in seine Richtung einstellen. Was ich auch richtig gut finde, ist dieses Holzapplikation, die nun auch bei Mercedes in den V12 Modellen drin war. Dann haben wir hier auch, wie auch bei
der S-Klasse drüben. Jetzt zeige ich dann auch nochmal, dass hier diese Luftbelüftung ist, ne, für den oberen Bereich. Und hier gibt es sogar auch nochmal eine Möglichkeit, eine extra Scheibenheizung. Also das ist dann hier wirklich auf die Scheibe gerichtet, ne, und heizt sie dann. Und wenn man hier drauf drückt, wird dann hier wahrscheinlich die Heckscheibenheizung angemacht. Also das ist wirklich richtig toll. Also das muss man hier der Praxis zugute halten. Das ist wirklich gut gelöst. Auch für die lange Scheibe hier. Das gibt es bei Mercedes auch nicht. Nochmal dieses extra Seitenrollo. Worauf ich jetzt hier nochmal eingehen wollte. Es ist auch jetzt nicht besonders häufig, dass ein V10 Modell hier diese durchgehende Sitzbank mit Front Entertainment hat, weil meistens auch mit dieser Einzelsitzbank, wie wir es auch von Mercedes kennen. Hier hinten haben wir dann auch die verschiedenen Einstellmöglichkeiten. Ich drehe jetzt auch vorne noch mal kurz den Schlüssel und dann gucken wir uns das hinten auch mal an. Ja, das Fahrzeug hat auch Keyless Go. Wenn ich das Ganze jetzt hier abschließe und dann an das Fahrzeug rantrete, entriegelt sich's automatisch und ich brauche das Fahrzeug nicht nochmal separat öffnen. Ganze Keyless Go System kennen wir natürlich auch aus unserer S-Klasse. Und man sieht auch hier wieder, spiegelt sich das Ganze hier diese Seitenscheibenheizung. Also die finde ich wirklich echt genial. Das ist eine richtig coole Sache auf jeden Fall. Ja, das ganze Holz zieht sich hier auch durch dieses ganze Interieur durch. Na, was man jetzt hier auch so sieht, was ich auch besonders krass finde, ist diese wirklich sehr breite Mittelkonsole, wie man es halt eigentlich auch aus dem Ami kennt, ne? Die Amerikaner auch immer mit ihren Cupholdern, ja, das ist immer ganz wichtig, überall Cupholder. Das ist auch bei der S-Klasse nicht so. Da sucht man den Getränkehalter vergeblich. Das können wir uns auch gleich nochmal angucken. Und ja, hier der Sitz und so, das ist alles auch ein bisschen schon zerrissen, schon eine etwas höhere Laufleistung. Aber es soll ja jetzt auch nicht hier um den Pflegezustand von dem Auto gehen, sondern um den Vergleich W220 und Phaeton. Und da gehen wir auch gleich schon mal rum, machen hier den Phaeton auf. Gucken wir uns das Ganze an. Was jetzt hier wirklich besonders auffällt, ist auf jeden Fall auch dieser breite Schaltknauf, ne, wie aus so einem Flugzeug. Auch diese ganze Schalterleiste hier, alles vollgekracht mit Schaltern, sehr geradlinig nach unten. Wenn man den Gang einlegen will, muss man hier auch drauf drücken. Hier auch schön mit dem V10-Symbol. Hier hat man auch die Sitzheizung. Das hier ist ein bisschen blöd, ne? Das ist der Zigarettenanzünder. Den kann man auch schnell mit einem Knopf verwechseln, der fast genauso aussieht wie der Einstellknopf für die Seitenspiegel. Und da schauen wir jetzt auch schon mal rüber. Hier in die S-Klasse. Und das ist wirklich schon ein ganz anderes Interieur, ganz anders angelegt, ne? Alles viel runder. Wirkt nicht so geräumig, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich mich jetzt von dem einen Fahrzeug in das andere umsetze, da wirkt das doch hier schon ein bisschen mehr wie beim W140. Schön breite Sitze, riesen Sitzwang und dieses Raumgefühl. Ja, in dem ab 1998 gebauten W220 hier, 2003er Modell oder sag ich mal das 2000er Modell S-Klasse, doch eher schon diese ganzen runden Formen. Was mir viel, viel besser auch in der S-Klasse hier gefällt, sind auch diese Raffleder-Türpappen. Die haben wir auch drüben beim Phaeton nicht. Und was hier auch ein Unterschied ist, dieses Memory-Paket zum Beispiel, das sitzt hier beim Phaeton unten rechts am Sitz. Ja, da muss man dann immer gucken, es gibt Vor- und Nachteile. Ja, ein großer Vorteil natürlich ist, wenn das da unten ist, man kommt halt nicht so gut ran. Was hier das Problem ist, wenn man ziemlich groß ist im W220, was mir auch nicht so gefällt, man kommt schnell mit seinem Knie oder so auch mal dagegen. Also große Personen haben da immer hier das Problem mit dieser Schaltereinstellung. Andererseits, ja, man hat da nicht so einen guten Blick drauf, wenn man da was einstellen will, muss man immer so blöd runter gucken. Hier hat man das halt alles besser im Blick, ne? Bei der S-Klasse auch hier alles schön beledert mit Lederziernähten. Die Lederziernähte ziehen sich auch hier durch. Hier haben wir auch schöne Lederziernähte. Das hier finde ich doch wirklich schöner, ne? Dass man hier diese Holzapplikation hat. Hier hat man dann auch noch so ein Fach, was man rausziehen kann. Und auch ein sehr
großes Handschuhfach. Das fällt bei der S-Klasse auch wirklich klein aus. Und wisst ihr, wenn ich jetzt so drauf gucke, hier auf diese Leiste, ne, das erinnert mich echt am W126. Diese Leiste sieht aus wie beim W126, eine große, lange, durchgehende Holzleiste, geradlinig, die sich hier durchs Auto zieht. Bei unserem W220 natürlich ein bisschen geschwungen. Hier haben wir dann noch so schöne Chrom-Applikationen ab dem Facelift-Modell eingebaut. Und ich muss halt sagen, im direkten Vergleich, wenn ich das jetzt so sehe, sieht der Phaeton doch moderner aus. Moderner in der Optik der Zeit. Aber der W220 vermittelt hier doch so ein bisschen mehr die Gemütlichkeit. Na, das muss man halt ganz einfach sagen. Man setzt sich rein. Sitze, finde ich, sind zwar nicht so breit wie drüben, aber wirklich wesentlich bequemer. Also W220-Sitze, die sind wirklich sehr bequem. Mein Handschuhfach auch viel kleiner. Ja, genau. So, und dann gucken wir jetzt uns das Ganze auch nochmal hinten an. So, hinten machen wir hier mal die Tür auf. Haben wir ja vorhin schon mal reingeguckt, hier in das Ganze, das jetzt hier nochmal zum direkten Vergleich. Also wie ich auch schon gerade gesagt habe, erinnern mich auch stark an W140 Sitze, gerade so bei dem Leder Exklusiv, wo dann so in der Mitte die andere Farbe wäre. Ja, hier öffnen wir jetzt mal unseren W220. Und gucken uns das Ganze mal hier auch im direkten Vergleich an. Einmal haben wir eine Langversion. Gut, da kann ich jetzt platzmäßig natürlich keinen Vergleich machen. Ne? Man muss natürlich, darf natürlich nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, ist natürlich klar. Trotzdem hier so ein sehr schönes großes Fach. Hätte ich jetzt wie vorne besser gefunden, wenn man das vielleicht auch noch aufklappen kann. Bei unserer S-Klasse wesentlich kleiner, hier passt nicht ganz so viel rein. Hier haben wir auch diesen Aschenbecher in dieser Version und da auch mit beidseitigen Zigarettenanzünder, wie es hier quasi in dem auch ist. Und was mir jetzt hier im W220 wirklich am stärksten auffällt, ist, wir haben wirklich nur kleine, dezente Holzapplikationen, wohingegen dann der Phaeton doch mit wesentlich mehr Holz protzt. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, man konnte trotzdem sehr viel Holz bestellen. Das kennen wir auch schon aus meinem kristallgrünen W220er, der wirklich holzmäßig und ausstattungsmäßig alles hatte, was möglich war. Könnt ihr euch gerne mal rechts oben eingeblendet hier das Fahrzeug anschauen. Das habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Und ja, das ist jetzt natürlich bestellbar gewesen. Hier in meinem nicht so. Hier sieht es richtig top aus. Ist halt alles Geschmackssache für mich. Holz, Holz, Holz. Das muss halt immer drinnen sein im Auto. Ja, wir haben auch hier diese, wie im Phaeton natürlich auch, diese Möglichkeit nochmal im Front hier seitlich, sag ich mal, sich mit einem Raumklima verwöhnen zu lassen quasi. Ne? Aber was wir wirklich nicht haben, ist diese Seitenscheibenheizung, die ich echt gut finde. So, dann gucken wir uns hier auch nochmal die Sitze an. Ganz typisch S-Klasse, sehr edel, sehr hohe Lederqualität, auch perforiert in der Mitte und die Sitze sind wirklich echt mega bequem. Hier sieht man auch schon, wenn ich Sitzheizung hinten hätte und elektrische Sitzverstellung und so weiter und alles Mögliche, das ist dann hier in der Seitentür drin, auch alles auf Höhe des Benutzers, während VW alles wirklich hier in die Mitte reingemacht hat. Ja, und du hast jetzt wirklich das ganze Instrument hier hinten, wo man dann seine ganzen Sachen einstellen kann. Hier die Sitzheizung, ganz VW-typisch mit den Rollen. Wenn man das auf 3 lässt, ja, dann ballert die Sitzheizung natürlich die ganze Zeit durch, ohne dass da jemand sitzt. Bei Mercedes regelt sich das ja alles automatisch nach unten. Hier ist auch mit Belüftung. Ne? Man muss nicht nur heizen, man kann auch belüften. Ja, und diese ganzen Knöpfe befinden sich bei Mercedes in der Tür. Hier alles natürlich ein bisschen komprimierter auf einem Platz. Sieht moderner aus, sieht cool aus, so 2000er Style, ja, so ein bisschen computermäßig. Was ich auch richtig geil finde, und das ist halt diese Holzleiste, die hier von vorne nach hinten durchgeht. Also quasi, das ist das Holz von der Mittelkonsole, ne? Und das zieht sich halt wirklich bis nach hinten, bis unter die letzte Ecke der Mittelkonsole lang. Gefällt mir eigentlich richtig gut, muss ich sagen. Sind halt schon ein paar Elemente, wo man sagen muss, das sieht schon wirklich richtig geil aus. Hier haben wir es dann doch eher schlicht, ne, in meiner nicht so gut ausgestatteten S-Klasse.
Aber ich muss halt trotzdem sagen, trotz dessen, dass die S-Klasse hier nicht so protzig ausgestattet ist, es ist halt trotzdem ein wirklich wunderschöner Anblick, sich das hier anzugucken. Ja, und das ist ja wirklich so ein bisschen businessmäßig. Ja, so, jetzt gucken wir uns noch einen Kofferraum an und dann machen wir mal einen kleinen Sitzprobenvergleich. So, und dann machen wir hier mal den Kofferraum auf und dazu müssen wir hier auf dem VW-Symbol einfach in der Mitte drauf drücken. Es verbiegt sich auch so ein kleines bisschen nach hinten. Man hört auch diesen Klick und dann geht auch die Kofferraumklappe schön elektrisch auf. Und dann Wahnsinn, ey, was für ein riesen Kofferraum. Also der geht ja wirklich bis nach hinten. Man kennt es vom W211. Der hat auch so einen weit nach hinten reingehenden Kofferraum. Da kann die S-Klasse nicht mithalten, weil sich hier der Tank der S-Klasse im Kofferraum befindet. Also quasi hinter der Rückbank bis zum Kofferraum. Nimmt natürlich enorm viel Platz und enorm viel Kofferraumvolumen weg. Und der Kofferraum hier ist wirklich wesentlich größer. Und jetzt schaut euch hier mal dieses Gestänge an. Also das hier, so massive Technik, ne? Also wenn da was kaputt geht, ich will nicht wissen, was das kostet, aber dieses massive Konstrukt hier, also da muss ich schon echt sagen, das sieht aus wie in so einer Maschinenfabrik oder sowas. So, und das nächste Kleinigkeit, ja, hier fährt auch der Schnapper für das Schloss, fährt hier rein und kommt dann wieder rausgefahren, ne? Damit sich derjenige hier nicht am Kopf stößt. Hier haben wir natürlich den bekannten Knopf, ja, den kennt jeder. Und genau, den drücken wir jetzt auch gleich mal und dann schauen wir uns jetzt auch mal an, wie hier das rausgefahren kommt und dann alles wieder zusammengeht und reingeht, ne? Und was sehr ungewöhnlich ist, wenn man sich jetzt hier dieses Heck anguckt, dass das Kennzeichen sitzt natürlich hier unten drin, bei Mercedes immer schön in der Kofferraumklappe. Ist gewöhnungsbedürftig da unten, weil das Heck so clean aussieht. Ja, aber wen es gefällt, natürlich gerne. So, dann haben wir noch eine ganz Kleinigkeit hier bei dem Schiebedach. Das ist so eine kleine Solarzelle. Seht ihr das? Damit kann das Fahrzeug sogar noch die Bordstromelektronik hier laden, ne? Also das ist auch ganz interessante, abgespacede Sache hier. Und wie versprochen, kleine Sitzprobe hier hinten in dem Auto, ne? Ich habe jetzt mal den Motor angemacht, ganz einfach, um sich jetzt hier mal die Funktion auch mal so ein bisschen anzugucken. Als erstes, wir sitzen hier hinten drinnen, trotz dessen, dass der Fahrersitz wirklich massiv eingestellt ist. Natürlich eine Langversion, man sitzt wirklich richtig geil hier drinnen. Und dann kann man hier auch Auto, warm, kalt und so weiter, Belüftung, alles einstellen, was ich vorhin schon gezeigt habe, hier plus minus. Was ich auch wirklich geil finde, ist hier oben auch diese Holzgriffe. Ja, auch Holz mit Chrom-Applikation, so wie man es auch im Holzpaket vom W220 auch kennt. Und wir gehen jetzt uns einfach mal den W220 anschauen. Willkommen im altbekannten W220. Ja, und man merkt gleich, man sitzt wesentlich bequemer, Sitze sind viel weicher, was ich auch schon mal angesprochen habe. Und man fühlt sich halt hier trotzdem so ein bisschen enger in dem Auto. Ja, und das Raumgefühl ist halt wirklich wesentlich enger. Jetzt mal davon abgesehen, dass das drüben eine Langversion ist, muss ich schon sagen, für eine S-Klasse wirkt es doch relativ beengt. Also ich habe jetzt eine Menge Zeit da drüben in den Federn verbracht und ich sehe schon, wie kurz das Auto oder wie klein der Raum im Gegensatz dazu ist. Und den gleichen Vergleich hat man natürlich auch mit dem W140 zum W220. Jetzt gehen wir nochmal rüber und gucken uns vorne das Fahrzeug, den Federn an, bevor es zur kleinen Probefahrt geht. Wir wollen ja auch mal den V10 mal ein bisschen Kickdown geben, uns das Ganze mal angucken. Aber erstmal schauen wir uns vorne das Interieur an. So, und jetzt sind wir hier im Phaeton vorne drin. Was ich vorhin schon mal gezeigt hatte, ist hier diese durchgehende Leiste. Und was ich richtig interessant finde bei dem Fahrzeug, wir haben natürlich einmal wie in der S-Klasse hier auch diese Uhr. Die gab es erst ab dem W221, also quasi dem Nachfolgermodell.
muss man sich jetzt fragen, ob Mercedes die Uhr dort abgeguckt hat. Finde ich wirklich sehr edel. Also man wird sie wahrscheinlich fast kaum benutzen, weil wer guckt auf eine analoge Uhr. Aber ist ja kein Problem, sieht wirklich richtig schick aus. Und jetzt haben wir hier so ein kleines Gimmick. Also muss ich erstmal hier zurechtfinden in diesem ganzen Schalterwirrwarr, was das jetzt hier bedeutet. Sitzt nur eine Person drin, ich weiß es nicht. Natürlich hier die Automatikfunktion und so weiter. Und wenn wir jetzt hier auf die Einstellung für das Klima bedient, ja, man sieht schon, es ist alles sehr digital schon geworden, was wir im W220 noch gar nicht haben. Da haben wir wirklich sehr altmodisches Navi. Hier ist das alles schon mit dieser ganzen Einstellerei, wer weniger und so weiter, schon ganz interessant gemacht. Und jetzt guckt euch mal hier diese Leisten an. Und wenn man jetzt hier das einstellt, dann fahren diese Lüftungsschlitze hier hoch und man bekommt dann die volle Brise ab, also die Raumbelüftung ist dann viel besser. Jetzt können wir auch noch mal ganz ein bisschen näher zeigen hier. So, jetzt fahren wir das hier noch mal runter. Oder auch nicht. Genau. Und noch mal hoch. Ja, ist schon eine lustige Sache und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es das noch in anderen Fahrzeugen irgendwo gibt oder ob das jetzt nur für einen Phaeton üblich ist. Wenn das jetzt hier oben ist, dann kann man hier noch so ein bisschen was einstellen und ja, weiß der Geier, ja, was das hier bedeutet. Und dann haben wir jetzt hier das elektrische Heckrollo, quasi ist der Knopf hier für das Heckrollo. Ich finde, es ist ein bisschen ungewohnt, dass die Schalter auch so an komischen Orten sind. Warum ist das Heckrollo jetzt genau dort, ne? Und wir können jetzt auch sehen, da geht auch das Heckrollo hoch und runter. Zack. Beamer ist halt auch aus Mercedes von sonst wann. Also ich weiß nicht, der erste Mercedes mit Heckrollo ist bestimmt schon 1980 oder so gewesen, ne? Und dann haben wir hier noch was, wenn wir das einstellen wollen, das Schiebedach. Und das ist hier so ein sehr merkwürdiger Schalter quasi. So. Und zwar ist das hier schließen und so kann man das dann halt außen anklappen. Ne? Dann kann man das auch in so verschiedenen, wie so stufenlos. Und dann kann man hier jetzt das so leicht drehen. Und wenn man dann hier mal guckt, fährt das Schiebedach auf entsprechend. Und zwar, wenn man jetzt hier so ein bisschen nur, kann man das dann so, ja, so stufig verstellen. Ne? Das ist die kleinste Stufe, wie man es offen haben kann. Und dann kann man das halt immer so ein Stückchen. Und dann, wenn man das richtig aufdreht, dann geht hier auch das Schiebedach komplett auf. Ja, bisschen merkwürdig alles, also dass man das nicht selbst machen kann oder nur mit so einem Kippschalter, wie wir es halt kennen. Ne? Gut. Dann haben wir hier das Hochfahren von dem Airmatic, Hoch- und Unterfahren, Dämpferhärte einstellen. Diese ganze, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ich will jetzt hier keine Vorstellung machen, welcher Knopf jetzt hier was ist. Was mir noch vorhin aufgefallen ist, wenn ich hinten gesessen habe, ich habe hier quasi eine beidseitige Kindersicherung. Also das heißt, ich kann für die linke Seite die Tür versperren hiermit. Und dann gleichzeitig auch, was ich vorhin als kleines Problem hatte, die Lufteinstellung und für die rechte Seite. Also ich kann links und rechts quasi einstellen und das sieht man dann auch hier ganz gut. Links und rechts wird dann hier freigegeben oder auch nicht freigegeben. Finde ich schon innovativ und technisch sehr weit fortgeschrittener im Vergleich zu einer S-Klasse. Ja, hier haben wir auch dieses VW-typische Lenkrad mit diesen ganzen Schaltern. Ja, bei Mercedes, da haben wir ja auch schon diese Lenkradtasten relativ einfach gehalten. Hier sind dann noch irgendwelche Rädchen, da kann man dann auch ein bisschen schneller durch die durchs Menü scrollen und verschiedene Sachen machen. Ja, hier ist der Tempomat, der Hebel ist auch nicht, wie wir es kennen, sondern das ist halt alles auch ein bisschen anders. Ist aber kein Problem, ist ein anderes Auto, eine andere Marke, da muss man sich reinfuchsen. Hier in dem Kombi-Instrument nochmal ganz schön zu sehen, Phaeton steht nochmal da, wie man es zum Beispiel beim 600er Modell sind ja auch manchmal noch die Hinweise drauf, dass es ein 600er ist. Ja, aber wer Phaeton halt mag, gut, der sieht es dann nochmal, dass er in einem drinne sitzt, darf man ja nicht vergessen. Und hier haben wir noch schöne Chromringe und in der Mitte dieses Kombi-Instrument, sehr digital, ne? Und wenn ich das mit einer S-Klasse vergleiche,
die wirkt dann doch schon mit dem alten etwas altbacken. Und da gehen wir jetzt auch gleich nochmal rüber in die S-Klasse, gucken uns da nochmal ganz kurz ein paar Sachen an. Brauche ich euch jetzt auch nicht im Detail vorstellen. So, herzlich willkommen in der altbekannten S-Klasse. Hier sind jetzt meine bekannten Schalter. Und wenn ich jetzt wirklich schon hier reinkomme, man merkt, dass das Auto wesentlich kleiner ist. Das muss man einfach so sagen. Das kann ich nicht abstreiten. Ich fühle mich hier wesentlich beengter. Wir haben nicht diese breite Mittelkonsole, wir haben nicht diesen breiten Raum hier. Auch was die Schalter und so alles angeht, viel aufgeräumter, viel durchstrukturierter, muss ich schon sagen. Da ist Mercedes wesentlich besser und viel, viel edler, was halt die Verarbeitungsqualität angeht. Das muss man definitiv sagen. Wir haben hier dieses Soft-Touch, was sich wirklich richtig gut anfühlt. Ist trotzdem für eine S-Klasse nicht besonders abgehoben, denn im W211 haben wir das gleiche Material auch. Trotzdem wesentlich bessere Materialqualität als im Phaeton und bessere Optik auch, was das Holz angeht. Und auch die Schalter sehen viel wertiger aus. Das muss man schon mal sagen, aber Raumgefühl im Phaeton ist natürlich wesentlich höher. Ja, also die S-Klasse sieht schon echt wertiger aus. Man darf natürlich nicht vergessen, für einen Phaeton gab es genauso wie für eine S-Klasse auch das Leder exklusiv bestellbar, dass man dann auch überall diese Leder exklusiv Ziernähte hat. Ja, und was mir wirklich positiv am Phaeton aufstößt, ist schon die ganze Technik. Wir haben diese ganze Einstellerei. Hier ist das alles mit so sehr altbackenen, ne? Wir kennen das hier, diese. Ja, das sieht aus wie auf dem Gameboy, ne? Dieses alte noch hier so ein bisschen verpixelt und alles. Und man darf ja jetzt nicht sagen, das ist das alte Modell. Die Modelle beider Autos, wie sie jetzt hier stehen, die sind ein Jahr auseinander. Ich fühle mich hier, als ob ich da 5 Jahre auseinander bin da drüben, weil das Auto hier schon, ja, wie schon gesagt, etwas altbackener, aber edler ist. Ne? Das jetzt nur mal so im direkten Vergleich. Ist der Phaeton eine S-Klasse? Ich finde, er hat S-Klassen-Ambitionen, technisch, größemäßig ist es wirklich sehr schönes Fahrzeug, sehr edel. Also kann man echt sagen, es ist ein Top S-Klasse-Vergleich. Ja, und gerade für den Preis. Jetzt wollen wir noch mal ganz kurz auf den Motor eingehen. Ich zeige euch jetzt noch mal vorne den V10, noch eine kleine Soundprobe und dann machen wir dann die Probefahrt. Das ist hier der schöne 10-Zylinder, 5 Liter Diesel mit 313 PS. Und wir werden jetzt hier einfach mal nochmal drauf treten. Der Motor ist natürlich warm gefahren, ja, also wir haben jetzt hier das nicht ganz im Kalten gemacht, ne? Das ist natürlich hier. Gut, dann machen wir jetzt die kleine Probefahrt. So, jetzt sind wir hier angekommen, im Phaeton. Um das Fahrzeug zu starten, haben wir einmal die Möglichkeit hier über den Schlüssel und einmal auch über die Start-Stopp sage ich schon, über den Startknopf quasi, okay, let's go. Können wir dann hier mal drauf drücken. Dann startet der Motor auch schon. Ja, wir müssen Gurt anlegen. Bevor wir losgefahren sind, schreit er schon rum. Unglaublich. So. Und was hier ganz markant ist an dem Schalthebel, dass man den hier so drücken muss, wie in so einem Flugzeug, habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Und dann kann man das hier schön einstellen. Dann gibt es hier nochmal den Sportgang und den normalen Gang. Und hier irgendwo war auch der Knopf, wo man die Lenkradtouren runterstellen kann. Genau, und dann fahren wir auch schon mal los. Es kommt natürlich hier noch. So, und fahren tut sich's ein bisschen härter vom Fahrwerk her, als wie man es von der S-Klasse gewohnt ist, wo man so schön schwebt. Hier ist es trotzdem ein sehr erhabenes Gefühl. Man sitzt auch relativ hoch. Also man hat trotzdem diese hohe Sitzposition.
Das Erste, was mir jetzt auf jeden Fall beim Fahren auffällt, ist, wenn ich durch diesen Rückspiegel gucke, dass die Heckscheibe, dadurch, dass sie so flach ist, ein bisschen schräg und dann auch noch die Rücksitzbank so hoch, naja, man hat nicht sehr viel Blick nach hinten, also ist wirklich nur wie so ein kleiner Schlitz, quasi wie wenn man durch so eine Panzerluke durchguckt. Wir fahren jetzt hier ja auch mit diesen V10 5 Liter TDI, 313 PS. Wir können ja auch mal ganz kurz hier aus dem Stand mal kurz Gas geben. Das hebt dann schon ordentlich ab hier, das Auto. Schön auf 80 km/h. Und wie es halt für eine Oberklasse-Limousine üblich ist, man merkt die Geschwindigkeit kaum. Ja, also man wird zwar schneller, die Beschleunigung ist da, aber das fühlt sich halt nicht so an im Fahrzeug. Und das ist halt immer das Krasse bei so großen Autos, dass man die Geschwindigkeit gar nicht wahrnimmt. Und bei dem Auto, das drückt einen hier ordentlich nach vorne, also das merkt man schon krass. Hammer. Also das muss ich schon sagen, das ist echt, echt geil. Also das ist echt geil. Ja, was ich hier halt abschließend so zu dem ganzen Design von dem Fahrzeug sagen muss, ist halt eigentlich, es ist wirklich sehr schön, auch alles sehr modern gehalten und man bekommt auch wirklich viel Fahrzeug für wenig Geld, das ist schon mal Fakt. Das Einzige, was mir halt auffällt, im Gegensatz zu einer S-Klasse, es wirkt halt alles sehr steril, sehr kalt, sehr kantig, wo man dann doch schon sagt, in der S-Klasse, ja, da fühlt man sich halt so ein bisschen wohler, wie zu Hause auf der Couch. Das ist hier so ein bisschen, ja, so businessmäßig wie in einem Flugzeug, ja. Man muss es halt mögen. Ich finde es nicht schlecht. Ich mag halt auch die Größe an dem Fahrzeug. Das Fahrgefühl auch nicht ganz so weich wie bei einer S-Klasse. Aber man hat halt Unmengen viel Platz und wirklich sehr, sehr viel Auto, sehr viel Platz für, ja, die aktuellen Preise sind ja nun wirklich nicht besonders viel, ne? Also einen echt erschwinglichen Preis. W220 und Phaeton habe ich euch mal in dem Video vorgestellt. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant, auch wenn es kein Mercedes war. Ich habe auch schon mal einen 7er BMW vorgestellt, E38. Video blende ich euch rechts oben ein. Da könnt ihr euch das Ganze nochmal angucken. Ich mache auch gerne mal so Vergleiche. Sind das S-Klassenwürdige Gegner? Ich muss sagen, Phaeton auf jeden Fall. Bin echt beeindruckt von der Größe, von der Optik. Ja, außen sehr schlicht, innen doch relativ elegant. Materialqualität kann mit einer S-Klasse wirklich nicht mithalten, ne? Das muss man schon mal so sagen. Aber an sich finde ich es trotzdem ein sehr schönes Fahrzeug. Viel Fahrzeug für wenig Geld, wie ich auch schon gesagt habe. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat und ihr vielleicht das ein oder andere Abo auf meinem Kanal da lasst, ne? Und wünsche euch alles Gute. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Euer MT-Benz 140. Loxik.